Ja, wie Sie sagten, Mutter ist meistens zu Hause, obwohl hier funktioniert nicht. Muss man auch zumindest halbtag arbeiten, aber trotzdem, ich bin mehr mit meinen Kindern. Und während der Erziehungsurlaub war ich auch ganze Jahre, fast 9 Jahre zu Hause. Und vor allem, da fängt an, als die kleinen sind, ist einfacher. Und vor allem, ich habe eine Hilfe, sage ich mal, mehr als die orthodoxen Familien, leider muss ich so sagen, weil meine Kinder gehören ja auch in diese katholische Kirche, wo ich wohne, in meine Gemeinde. Da werden sie auch betreut, erst später zum Kommunion. Aber zum Gottesdienst, wir gehen jeden Sonntag zu unserer deutschen Gemeinde. Da haben auch die Kinder ihre Kommunion und auch ihre Firmung, jetzt die zwei. Sie haben auch bis vor kurzem alle drei ministeriert. Da haben sie dann Zugang zu. Andererseits, wir gehen bei den Festen und einmal im Monat, wenn gelingt, wenn die Kinder wollen, besonders jetzt, gehe ich fast mit meinem Mann zu meiner eritreischen Gemeinde, weil sie wollen zur deutschen Gemeinde oder manchmal auch, sie wollen schlafen. Aber ich denke, besonders jetzt merke ich, der 20-Jährige geht auch dann wieder, obwohl bei eritreischer und bei deutscher Gemeinde. Andererseits, sage ich mal, besonders die Muttersprache. Und auch das gehört auch dazu. Und wenn man zu Hause ist, ich bin sehr zufrieden. Ich bin auch in Äthiopien aufgewachsen, aber ich kann meine Sprache wegen meiner Familie, auch den eritreischen Sprache, Tigrinya, beherrsche ich auch Schrift und sprachlich und meine Kinder auch sprachlich. Und die Muttersprache in unserer Gemeinde hat auch bis Jugendlicher werden und nicht mehr wollen, haben wir Muttersprache schriftlich und mündlich, werden sie auch betreut von Pfarrer Josef und ein paar andere ehrenamtliche Lehrer. Und meine Große könnte sogar ein bisschen lesen und schreiben, obwohl das ist eine andere Schrift und eine andere Figuren sind. Ja, und andererseits sage ich, ich bin nicht allein gelassen in Erziehung meiner Kinder, weil mein Mann auch viel unterstützt, wenn er kann, wenn er da ist, weil er ist auch ohne Mama aufgewachsen und er kann vieles kochen und alles man machen kann. Und ja, versucht man, was man kann. Und wenn man auch als Mama mehr möchte, bin ich auch zufrieden mit den Erziehung, den Kindern und vor allem auch den Religionen weiterzugeben oder den Gottkenntnisse. Ich sage eine Bestätigung. Mein Sohn hat vor kurzem gesagt, ich habe ihm gesagt, du musst jetzt nicht gehen, und er hat nicht gehört. Und er ist trotzdem gegangen und er ist dann mit umgeknicktes Bein gekommen. Und er hatte gesagt, ja, Mama, Gott hat nur eine Ohren für die anderen, aber für dich hat zwei Ohren.